So, wir machen weiter mit dem Thema Deliktsrecht. Heute die Einführung und wir werden uns relativ lange damit beschäftigen, wie Sie sehen werden. Meine Maus ist weg. Da ist die Maus. Vorab zur Literatur. Okay. Die Einführung des Deliktsrechts. Da würde ich sagen, ist immer schärfer und ortsrelevant, Kapitel 4 und 5. Wenn Sie das alles lesen, das sind ungefähr 100 Seiten. Das ist schon einiges. Ja, aber ich finde es immer noch angemessen für eine volle Veranstaltung mit 6 ECTS. Sie haben relativ viel Zeit vorgesehen im Workload. Und ich verlange von Ihnen ja auch nicht, dass Sie die 100 Seiten detailliert lesen. Ne? Also eine Sache, die Sie im Studium lernen müssen, ist zu überfliegen. Und ja, das üben wir jetzt diese Woche mit den Kapitel 4 und 5 in Schäfer und Ott. Dann, wenn Sie immer noch Kapazität haben, Chapter 8 im Lehrbuch von Kutter und Julen, da wird auch eine Einführung gegeben zum Deliktsrecht. Ne? Auf Englisch, An Economic Theory of Tort Law. So, was ist denn Deliktsrecht überhaupt? Im Zweifel wissen Sie das besser als ich. Ich bin nur Ökonom. Laut Lehrbuch geht es beim Deliktsrecht um das Recht der unerlaubten Handlungen, also 823 folgende BGB. Auf Englisch sprechen wir von Tort Law. Und konkreter geht es um die Regelung von Konflikten unabhängig von Sonderbeziehungen. Was sind Sonderbeziehungen? So Sachen wie Verträge. Es geht also um Konflikte, die zwischen Menschen entstehen, meist um irgendeine Art von Ressource. Und solche Konflikte müssen irgendwie geregelt werden, denn sonst gilt ja, dass der Stärkere immer gewinnt. Ne? Und wir sind in einer gesetzlosen Gesellschaft. Solche Konflikte können sowohl innerhalb als auch außerhalb von Vertragsbeziehungen auftreten, wobei uns im Deliktsrecht nur Konflikte außerhalb von Vertragsbeziehungen interessieren. Warum ist es interessant? Wenn zum Beispiel ich mit irgendjemand von Ihnen einen Mietvertrag habe und wir begegnen uns auf der Straße und Sie schubsen mich vor den nächsten LKW, dann ist das ein Konflikt. Und zwar unabhängig von unserem bestehenden Mietvertrag, also außerhalb der Sonderbeziehung. Wir haben also keine Sonderbeziehung als Grundlage der unerlaubten Handlung. Das heißt auch, wir können uns nicht vor der unerlaubten Handlung darauf einigen, welche Rechtsfolgen an die unerlaubte Handlung geknüpft sein sollen. Okay? Weil das außerhalb der Sonderbeziehung ist. Und warum ist es logisch gesehen unmöglich, dass das der Fall ist? Naja, es gäbe extrem hohe Transaktionskosten, das zu tun. Ich müsste ja nicht nur mit einem von Ihnen vertraglich regeln, was passiert, wenn Sie mich schubsen und vor den LKW stoßen, sondern mit allen möglichen Vertragspartnern. Und außerdem müsste ich das nicht nur für diesen einen Konflikt machen, sondern für alle möglichen Konflikte, die ich mir vorstellen kann. Sie können sich vorstellen, das wäre ein relativ langer Vertrag. Und es wäre, selbst wenn es physisch möglich wäre, so einen Vertrag aufzusetzen, wäre die Durchsetzung natürlich mit sehr hohen Kosten verbunden. Ne? Was heißt das? Wir müssen solche Konflikte unabhängig von Verträgen regeln. Das heißt aber auch, dass wir bei der Regelung solcher Konflikte nicht auf das Pareto-Kriterium zurückgreifen können. Warum? Bei einer Vertragsschließung können wir davon ausgehen, dass die beteiligten Parteien alle sich besser stellen, denn sonst würden sie den Vertrag nicht schließen. Beim Deliktsrecht geht das ja nicht, denn wir können vor Auftreten des Konflikts nicht darüber reden. Wir sind beim Deliktsrecht also auf ein anderes normatives Kriterium angewiesen, zum Beispiel das des Kaldor-Hicks-Kriteriums. Das Pareto-Kriterium reicht nicht, ich wiederhole es, weil die Lösung des Konflikts immer bedeutet, dass es ex post einem schlechter geht und einem besser. Ne? Denn einer muss Schadensersatz leisten. Eine rein gedankliche Ausnahme wäre, wenn die Rollen vorher noch nicht verteilt sind. Wenn also unklar ist, wer der Schädiger sein wird und wer der Geschädigte sein wird. Und wenn absehbar ist, dass die Rollen auch wechseln werden. Dann könnte theoretisch das Pareto-Kriterium angewandt werden. Was sind denn die Ziele des Deliktsrechts? Geht es vielleicht um Schadensausgleich für den Geschädigten? Wenn wir in 823
Reinschauen, sehen wir, dass das Ziel ist, Schadensersatz bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Handlung. Das heißt, wenn jemand ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit zerstört, braucht er keinen Schadensersatz leisten. Wenn es dem Deliktsrecht wirklich nur um Schadensausgleich für die Geschädigten ginge, dann wäre das also inkonsistent. Dann wäre 823 also damit inkonsistent. Geht es vielleicht eher um einen Anreizmechanismus für potenzielle Schädiger? Der Schädiger, der vorsätzlich etwas zerstört, muss Schadensersatz leisten. Er wird sich das also genau überlegen. Viel spannender ist der Fall, in dem ein Schaden durch fahrlässige Handlung entsteht. Wenn jemand fahrlässig handelt und einen Schaden auslöst, dann muss er Ersatz leisten. Das heißt, er muss die Kosten seiner Fahrlässigkeit selber tragen. Ein ganz wichtiger Punkt hierbei bei der Fahrlässigkeit ist, dass der Schädiger wissen muss, was bei seiner potenziell fahrlässigen Handlung passieren kann. Denn nur dann kann man ihm auch Anreize setzen. Ne? Wenn der potenzielle Schädiger gar nicht weiß, was für Schaden entstehen kann, dann kann man ihm auch schlecht Anreize setzen. Zur Fahrlässigkeit gehört noch mehr, zumindest im deutschen Sprachraum, nämlich das Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. Was ist das genau? Darüber sprechen wir gleich noch. Eine dritte Vermutung, worum es beim Deliktsrecht geht, könnte sein, beim Deliktsrecht geht es um die gerechte Verteilung der Schäden von Unfällen. Was ist gerecht, ist ökonomisch schwer zu definieren. Und je nachdem, wie wir es definieren, kommen wir wahrscheinlich zurück zu den ersten beiden Fragen. Okay? Das heißt, aus ökonomischer Sicht beschränken wir uns erstmal auf A und B. Es geht also beim Deliktsrecht um einen Anreizmechanismus für den Schädiger und für den Geschädigten. Ne? Der Schädiger soll also sorgfältig handeln, klar. Und der Geschädigte soll aber auch etwas dafür tun, dass der Schädiger sorgfältig handelt. Nämlich primär Schadensersatz einfordern. Warum ist das eine ganz wichtige Annahme? Wir könnten ja auch sagen, man regelt die Anreize des Schädigers allein über das Strafrecht. Das würde das Problem potenziell auch lösen, aber wir bräuchten dafür einen Staat, der quasi omnipräsent ist und bei allen potenziellen Schäden Bescheid weiß und eingreift. Wenn wir sagen, den Schadensersatz erhält der Geschädigte, dann hat der Geschädigte einen Anreiz zur Klärung des Konflikts beizutragen, indem er nämlich den Schädiger identifiziert und die Last auferlegt. Das ist unterm Strich deutlich billiger, als wenn der Staat das selber machen muss. Wenn wir also sagen, wir wollen Anreizmechanismen für den Schädiger setzen, damit er ausreichend sorgfältig ist, damit er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt walten lässt, dann müssen wir entscheiden, wie viel Sorgfalt überhaupt sinnvoll ist, okay? Oder effizient von mir aus. Der Ausdruck, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt, zeigt ja, dass der Schädiger auch zu viel Sorgfalt walten lassen kann, potenziell. Er wird zwar nicht dafür sanktioniert, wenn er zu viel Sorgfalt zeigt, aber man kann sagen, weniger hätte auch gereicht. Ja? Weniger wäre effizient gewesen, um nicht fahrlässig zu sein. Und es kann natürlich auch sein, dass jemand zu wenig sorgfältig ist. Und wenn wir dann also unterm Strich sagen können, dass sie es zu viel und auch zu wenig Sorgfalt geben kann, dann heißt das ja irgendwo dazwischen. Erstens, es müsste ein Optimum geben, darauf kommen wir gleich noch. Aber in der Konsequenz heißt das gesellschaftlich, dass wir Schäden auch ein Stück weit in Kauf nehmen. Okay? Wenn jemand ausreichend sorgfältig war und trotzdem ein Schaden entstanden ist, dann wollen wir dem Schädiger trotzdem keinen Anreiz geben, sich noch sorgfältiger zu verhalten. Ne? Macht das Sinn? Wollen wir denn nicht in Wirklichkeit alle Unfälle vermeiden? Naja, im Autoverkehr zum Beispiel ließe sich das leicht erreichen, indem wir den Autoverkehr komplett verbieten. Ganz einfach. Damit hätten wir sofort 4.000 Tote weniger im Jahr. Wollen wir das? Nein, wir fahren lieber Auto, denn es wäre mit anderen Kosten verbunden, wenn wir nicht Auto fahren würden. Wir fahren halt alle Auto und manchmal passiert eben was. Wie wäre es beim Flugverkehr? Auch dort könnte man ganz einfach alle Schäden komplett vermeiden, indem wir den Verkehr ganz abschaffen. Das wollen wir aber auch nicht, denn es wäre mit hohen Kosten verbunden. Es wäre mit sehr hohen Vorkosten verbunden, auf den Flugverkehr zu verzichten. Wenn wir also sagen, ein paar Unfälle nehmen wir in Kauf, dann heißt das, es gibt
eine optimale Zahl von Unfällen. Irgendwo zwischen 0, also gar keine Unfälle, und dem maximal vorstellbaren Schaden. Und diese optimale Zahl von Unfällen zu suchen, ist das, womit wir uns sehr ausführlich in diesem Kapitel beschäftigen werden. Ein paar Unfälle stellen viele Leute viel besser und einige wenige schlechter. Das sind die, die unter den Unfällen leiden, ne? Das heißt, wir haben Gewinner und Verlierer. Wir müssen also nach dem Kaldor-Higgs-Kriterium entscheiden. Wir müssen sagen, diejenigen, denen es besser geht, denen geht es so viel besser, dass sie aus ihren Gewinnen die Verlierer entschädigen können. Okay? Dann, wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir noch zu viele Unfälle, zumindest normativ gesehen nach dem Kaldor-Higgs-Kriterium. Wir könnten auch ein anderes normatives Kriterium wählen, aber auch da würden wir auf die gleiche Weise auf ein optimales Niveau von Unfällen kommen müssen. Okay? Wir können auch sagen, wir müssen Kosten verteilen. Wir brauchen also einen Anreiz zur Reduktion der Kosten. Wir können Kosten einsparen, entweder dadurch, dass wir weniger Unfälle haben, also durch gesparte Schadenskosten. Wir können aber auch Kosten durch Unfallvermeidungskosten sparen. Ne? Also wenn wir weniger Unfallvermeidungsaufwendungen haben, dann sparen wir auch Kosten. Das heißt, Vermeidungskosten wäre zum Beispiel die Zeit, die Sie brauchen, wenn Sie im gesamten Stadtgebiet nur noch 30 fahren dürften. Okay? Oder ja, sagen wir die Opportunitätskosten, dadurch, dass Sie im gesamten Stadtgebiet nur noch 30 fahren dürfen. Ne? Dadurch würden Sie, dadurch müssten Sie einplanen, dass Sie länger brauchen, von A nach B zu kommen in der Stadt. Und das heißt, Sie müssten früher losfahren und die Zeit, die Sie früher losfahren müssen, die können Sie nicht länger arbeiten zum Beispiel. Ne? Das wären Ihre Opportunitätskosten, also Ihre Opportunitätsvermeidungskosten sozusagen. Das würde Unfälle, also die 30-Regel würde Unfälle vermeiden, aber sie wäre auch mit Kosten verbunden. Und auf Grundlage dieser Überlegung können wir also die gesamten gesellschaftlichen Kosten zwischen zwei Situationen vergleichen. Eine Situation, in der man 50 in der Stadt fahren darf und eine, in der man in der Stadt 30 fahren darf. Wenn wir dann sehen, dass wir bei Tempo 50 insgesamt weniger Kosten haben, dann sind die gegenüber der Situation mit Tempo 30 gesparten Kosten aus gesellschaftlicher Sicht ein Gewinn, den wir irgendwie verteilen könnten. Damit hätten wir dann eine Kaldor-Higgs-Verbesserung. Das Ziel des Liquidrechts aus ökonomischer Sicht ist es also, rechtliche Regeln so zu gestalten, dass die gesellschaftlichen Gesamtkosten von Unfällen minimiert werden. Was sind aber genau diese Kosten? Dabei greifen wir auf einen Klassiker von 1970 von Guido Calabresi zurück. Er unterscheidet dabei zwischen drei Arten von Kosten. Primäre Kosten sind die direkten Kosten der Zerstörung von Gütern inklusive aller Folgekosten dieser Schäden. Ne? Also auch Opportunitätskosten, wenn ich durch einen Unfall 3 Wochen nicht arbeiten kann, dann sind diese 3 Wochen der entgangene Lohn, das gehört auch zu den primären Kosten. Okay? Davon abgegrenzt werden betrachtet die sogenannten sekundären Kosten. Hierbei geht es allein um die Unsicherheitskosten. Was ist damit gemeint? Es geht hier also um die Kosten dadurch, dass man vorher nicht weiß, wer von einem Unfall betroffen sein wird. Nun, hierbei geht es natürlich nicht auf einen hierbei geht es nicht um einen einzelnen Unfall, sondern diese Kosten beziehen sich auf die Gesamtzahl von Unfällen. Je öfter etwas passiert, desto unsicherer ist das Leben. Ne? Wenn ich zum Beispiel weiß, im Straßenverkehr passiert sehr häufig was, dann steigert das meine Unsicherheit. Und das ist auch mit Kosten verbunden. Tertiäre Kosten, also der dritte Posten, sind Kosten der Verteilung von Schäden. Hier geht es erstens darum, wie entschieden wird, wer die Unfallkosten trägt, und zweitens darum, wie die Verlagerung der Kosten finanziert wird. Und wie Sie vielleicht sich schon denken können, geht es hier hauptsächlich um die Kosten des Rechtssystems. Das ist die grobe Verteilung nach Calabresi. Das können wir uns auch grafisch anschauen. Oh, da habe ich vergessen, eine Überschrift einzufügen. In der Literatur wird der Schädiger oft Defendant genannt, also der Beklagte.
Das ist mehr oder weniger sinnvoll, aber auf Deutsch werden wir meistens Schädiger sagen. Der Schädiger zeigt irgendein Verhalten und mit seinem Verhalten beeinflusst er zusammen mit der Natur, ob ein Unfall stattfindet oder nicht. Warum zusammen mit der Natur? Naja, das bauen wir oft ein, um irgendeine Art von Zufälligkeit einzubauen, ne? Also zum Beispiel, also es ist ja nicht deterministisch. Nur weil der Schädiger fahrlässig war, heißt es ja nicht, dass der Unfall auf jeden Fall passiert. Das heißt nur, dass der Unfall mit einer höheren Wahrscheinlichkeit passiert. Und da wir diese Wahrscheinlichkeit meistens benutzen werden, bauen wir hier noch den Spieler Natur ein. Wenn der Unfall stattfindet, entstehen zunächst primäre Kosten. Da geht etwas kaputt. Diese primären Kosten können verteilt werden auf den Schädiger, den Geschädigten oder auf Dritte. Wenn wir diese Kosten verteilen, entstehen sekundäre Kosten, also Unsicherheitskosten. Und wie diese Kosten verteilt werden, entscheidet das Rechtssystem. Da entstehen also tertiäre Kosten. Wenn wir die Kosten auf den Schädiger verteilen, setzt ihm das gewisse Anreize, vorsichtig zu sein oder nicht. Und beim Geschädigten haben wir aber auch Anreizeffekte, denn auch er könnte den Unfall vermeiden mit seinem Verhalten. So. Und wie Sie schon in der Grafik sehen, wird es sehr kompliziert, wenn wir alle diese Faktoren auf einmal betrachten wollen, ne, in einer Modellierung. Das heißt, meine Notizen sind jetzt ein bisschen durcheinander. Ah, okay, sorry. So, wir haben ja, und weil das eben so kompliziert ist, werden wir überlegen, wie wir uns das vereinfacht darstellen können. Oh, das ist natürlich blöd. Okay, nochmal kurz die Animation kurz durchlaufen lassen. Okay, das ist. Ah, okay, gut. Wir haben ja drei verschiedene Kostenarten von Unfällen. Die Kosten der Unfallvermeidung, wir haben das Verhalten des Geschädigten, des Schädigers, wir müssen wissen, wie das Rechtssystem funktioniert, wie Versicherungen arbeiten und so weiter. Und wir haben schon gesagt, das ist ein sehr kompliziertes Modell und das wollen wir vereinfachen. Wir streichen erstmal die sekundären Kosten. Ne? Unsicherheit ist ein schwer zu fassendes Konzept, aber wir kommen später darauf zurück. Keine Sorge. Wir streichen außerdem die tertiären Kosten. Auch die sind ziemlich unhandlich. Schwer zu messen. Was ist mit den dritten Akteuren? Naja, Versicherungen und so. Streng genommen sind die ja am Unfallgeschehen nicht direkt beteiligt. Das heißt, da geht keine Anreizwirkung von aus. Wir können die also auch erstmal weglassen. Keine Angst, wir kommen auch nochmal auf die zurück. Bleiben also. Bleiben also noch die primären Kosten und die Kosten der Unfallvermeidung bei Schädiger und Geschädigten. Sorry, sind nicht meine Animationen. Wir sind aber noch nicht fertig mit den Vereinfachungen. Weil uns das immer noch zu kompliziert ist, schauen wir uns erstmal nur Unfälle an, in denen der Geschädigte den Unfall nicht beeinflussen kann. Ne? Das heißt, sein Verhalten ist irrelevant. Es geht nur um das Verhalten des Schädigers. Okay? Und das ist eine Vorgehensweise, die typisch ist in der Ökonomie, in der Ökonomik. Wir fangen erstmal sehr einfach an. Ein sehr vereinfachtes Modell. Schauen an, was rauskommt. Und dann können wir uns überlegen, okay, wenn wir jetzt letztes Modell komplizierter machen, realitätsnäher, was passiert dann mit den Ergebnissen? Kommt das immer noch raus oder nicht? Und wenn wir feststellen, dass die Ergebnisse gleich bleiben, auch wenn wir das Modell komplizierter machen, naja, dann ist es ja eigentlich effizient, das einfache Modell zu zeigen. Ne? Dann ist es leichter verständlich und es ist leichter, den Punkt zu erkennen. Okay? Das nennen wir, das ist ein ganz berühmtes Prinzip, nicht nur aus der Wirtschaftswissenschaft, sondern allgemein in der Wissenschaft, nämlich das nennt man Occam's Razor. Ne? Also eine Rasierklinge, mit der wir alle unnötigen Verkomplizierungen in Modellen wegschneiden, weil wir sie nicht brauchen.
wenn wir sie nicht brauchen. So, was machen wir jetzt damit mit unserem vereinfachten Modell? Okay, es geht also um Kostenminimierung. Wir wollen minimieren die Summe aus primären und Unfallvermeidungskosten. Um es weiter zu vereinfachen, nehmen wir an, es gibt genau einen Geschädigten, der weder die Höhe der Schäden noch die Wahrscheinlichkeit des Unfalleintritts beeinflussen kann. Und es gibt einen Schädiger, der die Unfallwahrscheinlichkeit beeinflussen kann, wobei die Höhe des Schadens erstmal fixiert sei. Okay? Außerdem nehmen wir an, es gibt genau zwei Handlungsalternativen des Schädigers: sorgfältig sein und nicht sorgfältig sein. Okay? Alle wissen alles, wir haben vollständige Informationen. Vor allem weiß der Schädiger, welche Folgen seine Handlungen haben kann. Okay? Vollständige Information heißt aber nicht, dass der Schädiger vorher schon weiß, also es ist kein deterministisches Modell in dem Sinne, er weiß nicht, was passieren wird an Unfällen. Er weiß nur, was die potenziellen Folgen sind. Und für dieses Setup gibt es einen Klassiker in der ökonomischen Analyse des Rechts, einen Fall von 1947, der von einem Richter namens Learned Hand entschieden wurde, nämlich United States gegen Carroll Towing. Und den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wobei geht es hier im Wesentlichen, den Fall können Sie auch komplett online lesen, den gibt es, müssen Sie aber nicht unbedingt. Das Ganze spielt in New York am Hudson River, da sind viele Schiffe verteut und das Schiff des A löst sich nach einer stürmischen Nacht, obwohl es ordentlich verteut war, vom Ufer, treibt führerlos in die Mitte des Hudson River und richtet dann Schaden am Schiff des B an. Wir wissen, es ist nicht vermeidbar, dass sich Schiffe auch bei ordentlicher Beteuerung aus ihrer Verteuerung lösen. Und wenn das passiert, kann der Schaden aber vermieden werden, wenn ein Schiffsführer auf dem Schiff ist und ein bisschen gegensteuern kann. Wenn niemand auf dem Schiff ist, dann passiert eben manchmal was. Die Frage ist jetzt, muss A Schadensersatz leisten? Nach deutschem Recht würden wir uns 823 BGB anschauen und sagen, Schadensersatz muss nur bei Fahrlässigkeit geleistet werden. Wir müssen also nur herausfinden, ob Fahrlässigkeit vorlag. Und laut 276 BGB heißt es, wenn der A die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen hat, dann muss er zahlen. Okay, aber im Gesetzestext steht natürlich nicht, was konkret auf den Fall bezogen die im Verkehr erforderliche Sorgfalt ist. Und damit stehen wir genau vor demselben Problem, vor dem auch Richter Learned Hand stand. Okay? Was ist fahrlässig? Oder was ist die im Verkehr erforderliche Sorgfalt? Learned Hand argumentiert dann so, dass ein Schaden dann schuldhaft verursacht worden ist, wenn die Kosten seiner Verhinderung geringer gewesen wären als das Produkt aus Schadenshöhe und Schadenswahrscheinlichkeit. Was ist denn das Produkt aus Schadenshöhe und Schadenswahrscheinlichkeit? Das ist nichts anderes als der Erwartungswert des Schadens, also der erwartete Schaden. Wenn Sie da zurück an Schulmathematik denken, wissen Sie noch, wie ein Erwartungswert berechnet wird. Zufallsvariable mal Eintrittswahrscheinlichkeit. Konkret heißt das hier, der A war fahrlässig, wenn die Kosten der Verhinderung des Schadens also die Lohnkosten eines Schiffsführers in der Stunde des Unfalls, geringer gewesen wären als das Produkt aus Schadenswahrscheinlichkeit, also der Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Schiff in der Stunde des Unfalls löst und auch noch ein anderes Schiff trifft und nicht, und der Schadenshöhe, also der Höhe des Schadens, der typischerweise bei so einem Unfall entsteht. Ne? Nochmal. Fahrlässigkeit würde hier vorliegen nach dieser Regel, wenn die Kosten der Verhinderung des Schadens größer wären als Schadenswahrscheinlichkeit mal Schadenshöhe. Okay? Wir können das auch ein bisschen allgemeiner formulieren, und zwar handelt fahrlässig, wer eine Vorsichtsmaßnahme nicht ergreift, die weniger kostet, als sie im Erwartungswert Schaden vermeidet. Wenn Sie ganz in Ruhe darüber nachdenken, ist hier genau die gleiche Aussage drin. Wichtige Nebenbemerkung, es kann sich hierbei auch um die Ausweitung einer bereits ergriffenen Maßnahme handeln. Okay?
Wir haben ja bis jetzt vereinfacht gesagt, man kann entweder nicht sorgfältig oder sorgfältig sein, aber wenn wir das Ganze verstetigen und mehr Handlungsoptionen haben, dann könnten wir auch sowas haben wie nicht sorgfältig, ein bisschen sorgfältig, sehr sorgfältig und super sorgfältig. Okay? Das heißt, man könnte das weiter verstetigen und dann ging es eben genau darum, welche Sorgfalt gerade reicht. Wie wirkt die Learned Hand Formel für Fahrlässigkeit? Wenn Sie mal drüber nachdenken, geht es hier um Verschuldenshaftung. Also wenn die Learned Hand Regel gültig ist, haben wir eine Art von Verschuldenshaftung vorliegen. Und zwar geht es um die Haftung des Schädigers, die nur dann eintritt, wenn er eine Vermeidungsmaßnahme unterlassen hat, die nach der Learned Hand Formel nötig gewesen wäre, wenn der Schädiger also die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen hat. Auch das deutsche BGB formuliert, dass es fahrlässig sein kann, etwas nicht zu tun, also eine Sorgfaltsmaßnahme nicht zu ergreifen. Okay? Also man muss nicht unbedingt aktiv etwas gemacht haben, um einen Schaden zu auszulösen. Betrachten wir doch mal eine Sorgfaltsmaßnahme, die nach Learned Hand erforderlich ist. Also eine Maßnahme, bei der die erwarteten Kosten des Schädigers bei Ergreifen der Maßnahme darin bestehen, dass die Maßnahme mit irgendwelchen Kosten verbunden ist. Und die erwarteten Kosten des Schädigers bei Unterlassen der Maßnahme darin bestehen, dass er Schadensersatz leisten muss, also die erwarteten Schadenskosten übernehmen muss. Wenn wir jetzt sagen, diese Vermeidungsmaßnahme ist erforderlich nach dem Learned-Hand-Kriterium, dann heißt das nichts anderes, als dass die Kosten der Maßnahme geringer sind als die erwarteten Schadenskosten. Was meinen Sie? Was wird der Schädiger jetzt rationalerweise tun? Klar, die Kosten, der Schädiger wird die Maßnahme ergreifen. Das heißt, wenn eine Maßnahme nach dem Learned-Hand-Kriterium erforderlich ist und wir davon ausgehen, dass Verschuldenshaftung gilt, dann werden diese Maßnahmen rationalerweise auch ergriffen. Was ist denn mit einer Vermeidungsmaßnahme, die nach der Learned Hand Formel nicht erforderlich ist? Können wir genauso durchgehen. Die erwarteten Kosten des Schädigers bei Ergreifen der Maßnahme sind wieder die Kosten der Maßnahme. Was sind jetzt aber die erwarteten Kosten des Schädigers bei Unterlassen der Maßnahme? Ganz einfach, die Kosten sind null, denn die Maßnahme ist ja nach der Learned Hand Formel nicht erforderlich. Das heißt, Maßnahmen, die nach dem Learned Hand Kriterium nicht erforderlich sind, werden auch nicht ergriffen, rationalerweise. Ne? Was wir jetzt gemacht haben, ist eine reine Beschreibung, was wir rationalerweise erwarten, positiv, also positiv erwarten von der Learned Hand Formel. Und wie bewerten wir dieses Ergebnis jetzt? Ist das normativ okay? Könnten wir eventuell etwas verbessern durch eine andere Regelung der Schadensverteilung? Wenn wir sagen, dass erforderliche Maßnahmen ergriffen werden, dann wissen wir, dass das Unterlassen der Maßnahme für die Gesellschaft teurer wäre, denn eine Maßnahme ist ja nur dann erforderlich, wenn sie selber weniger kostet, als ihre Unterlassung kostet. Das heißt, wenn wir irgendwas an dieser Regel verändern, dann ändern wir entweder nichts im Verhalten oder wir erreichen, dass erforderliche Maßnahmen nicht ergriffen werden. Wenn aber erforderliche Maßnahmen nicht ergriffen werden, steigen die gesellschaftlichen Kosten, also die Summe der Kosten von Schädigern und Geschädigten. Das heißt, jede Veränderung dieser Regel wäre verbunden mit entweder einer Nichtveränderung der Kosten oder einer Kostensteigerung. Wäre damit keine Kailo-Hicks-Verbesserung. Es wäre keine, also das heißt, wenn wir die Learned Hand Regel haben, ist keine Kailo-Hicks-Verbesserung möglich. Per Definition heißt das, die Regel ist für erforderliche Maßnahmen Kailo-Hicks-effizient. Wie ist es bei nicht erforderlichen Maßnahmen? Wenn die nicht erforderliche Maßnahme ergriffen würde, würden die gesellschaftlichen Kosten auch steigen, denn die Kosten der Maßnahme sind höher als das, was wir einsparen können an Schadenskosten. Wenn wir die Regel also so ändern, dass die nicht erforderliche Maßnahme doch ergriffen wird, steigen also die Kosten. Wenn wir die Regel ändern und die nicht erforderliche Maßnahme wird weiterhin nicht ergriffen, steigen die Kosten zwar nicht,
aber sie können auch nicht weiter sinken. Von daher ist das Learn-at-Hand-Kriterium auch bei nicht erforderlichen Maßnahmen Kaldor-Higgs effizient. Ne? Denn wir können uns keine, es durch eine Regeländerung kann keine Kaldor-Higgs-Verbesserung erreicht werden. Unterm Strich können wir also festhalten, dass die Learn-at-Hand-Regel für beide Fälle Kaldor-Higgs effizient ist, also insgesamt Kaldor-Higgs effizient, denn es gibt keine Regeln, die Kaldor-Higgs-Verbesserung, es gibt keine alternativen Regeln, die Kaldor-Higgs-Verbesserung mit sich bringen. Das heißt nicht, dass das die allerbeste der besten Regeln ist. Ne? Das heißt nur, diese Regel ist Kaldor-Higgs effizient. Andere Regeln können auch Kaldor-Higgs effizient sein. Ne? Und die sind dann einfach nicht vergleichbar. Die sind beide effizient. Und damit werden sie sich ausführlich im Tutorium beschäftigen. Das war's.